Hallöchen, meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal hier wieder zurück zum LS19 BGA-Projekt auf der Zweisternhof für Unkrautbekämpfung. Es wird nachts, wir sind verschuldet, aber der Tino ist wenigstens wieder dabei. Hallo! Da! Sehen. Ja, wir waren das letzte Mal, haben wir hier unsere Kaufhaus. Ja, und du wolltest mir gerade erklären, warum echt das halt so teuer ist. Ach so, ja. Na pass auf. Der hat. So macht er das denn jetzt wieder nicht. Warte mal, ich muss die Maschine wieder auftanken. Hier ist eine Katastrophe. Hau die Dinger weg. Hier. Obwohl, wenn du den Triggerpoint findest, passt das eigentlich. Also erst Dünger, dann Saatgut. Immer ein bisschen vor zurückfahren. Achso, okay. Saatgut habe ich schon. Nur Dünger ging ja eigentlich immer problemlos, dachte ich. Wenn du zuerst Dünger machst, oder? Nee, ich habe zuerst Saatgut gemacht. Schwierig. Ja, aber wo ist das Problem? Ich verstehe das. Haben doch die Leute ein Dings erklärt. Entweder sind die Trigger zu nah dran oder. Also, das könnte es sein. Ich habe jetzt Saatgut aus dem Big Pack geladen. Achso, ja. Ja, lad halt Dünger, sicherheitshalber. Mach mal mit Big Pack. Ich glaube, da wirst du schneller jetzt vorankommen wie. So. Oh, so, da findest du wie ein Bernarsch hier. Ja. Nochmal eins hoch noch. So, was wollte ich sagen? Ja, genau. Und ein Kollege von mir ist halt, wie gesagt, Küchner und der baut halt auch Küchen. Sehr, sehr viel und alles. Und er hat auch deine gemacht, oder? Ja, genau. Und mit dem habe ich mich halt auch schon unterhalten. Und da haben wir damals ja auch geguckt wegen Holz. Und es ist ja so, dass es immer, dass das nie komplette Echtholzplatten sind. Das sind immer irgendwelche Leimplatten oder was weiß ich, und da ist halt eine Echtholzschicht obendrauf. Aufgeleimt. Weißt du? Ah ja. So, und da kommt es halt drauf an, das ist so eine ganz dünne Schicht. Kostet das halt weniger, wie wenn es so eine richtig dicke Echtholzschicht ist, wo du dann auch mal so richtige Kerben drin hast. Ne, wie es dann halt in dem Baum so gab und so weiter. Und so. Es kommt halt immer drauf an, wie es aussehen soll. Und der hat für sich damals, für seine Küche, 2,5 Holzplatten bestellt. Die sind allerdings 5x5 Meter. Na? Da hat er 2,5 Stück bestellt. Die haben 4.500 Euro gekostet. Oha. Nur die Platten. Kann man machen. Was steht denn jetzt überhaupt an hier? Ja. Und also, da weißt du, was da und dann worden. Düngen müssen wir nochmal. Nö. Alles das easy. Ist nur einmal. Wo? 18? 18 ist noch einmal gedüngt. Achso, ja, dann hör drauf, Düngerstreuer ist schon da. Ja. Brauchst nur noch einen Traktor. Ja gut, das ist dann natürlich was anderes. Aber ja, ich hab's dann halt allgemein, weißt du, für so einen Scheiß Schreibtisch. Ja, weißt du, was ich die Arbeit, also meine Arbeitszeit und so eine Kacke ist ja aber selbst, die musst du ja noch selber aufbauen. Und ich glaube jetzt auch, die Herstellung ist nicht so teuer. Wie gesagt, ich verstehe das. Nee, na, die wollen ja natürlich alle Geld verdienen, ne? Ja, aber bauen das Möbelhaus. Ja, das ist halt trotzdem. Ich finde das unverständlich. Weil, wie gesagt, wenn ich dann theoretisch mir eine Arbeitsplatte bestellen würde, die kriegst du ja hinterhergeschmissen, gefühlt. Weißt du, was ich gemacht habe? Du hast auch eine Arbeitsplatte genommen, hast 4 Beine dran geschraubt, fertig. Na, ich habe eine große Küchenarbeitsplatte mir bestellt über meinen Tischler. Also direkt eine 80er in der Tiefe oder 90er, glaube ich sogar. Also was schönes Großes halt, ich glaube knapp drei Meter lang und hab dann halt mir solche richtigen Stahlfüße bestellt, die so auch so lackiert sind, ist irgendwas so ein bisschen so, naja, sieht halt gut aus. Und da hat, glaube ich, ein paar 70 Euro gekostet. Die habe ich unten dran geschraubt, da hat mich der ganze Schreibtisch, also das ist ein riesen Schreibtisch halt, hat mich aber der ganze Schreibtisch 350 Euro gekostet. Ich meine, es sind auch 350 Euro, aber den hätte ich im Laden für das Geld nie bekommen. Naja, deswegen. Alter, da kommst du wirklich spät schon, wenn du das hier machst. Ja. Man kann ja jetzt auch eine kleinere Arbeitsplatte nehmen, ne? Und dann brauchen wir nur zwei Füße anstatt. Ich habe halt drei gebraucht, deswegen musste ich zwei Sets bestellen, habe einen Fuß übrig. Also. Ja, naja, weit auch hoch. So. Das Ziel. Ach ne, halt. Aber wie gesagt, also das. Das ist schon manchmal wirklich frech. Vor allem, wenn du dann überlegst,
auch mit der Couch, mit der netten Verkäuferin da und alles drum und dran. Ich war ja dann so, ich habe dann das Höfner-Prospekt, ne, aufgemacht. Und da war ja die Couch, die wir uns angeguckt haben, war ja dort in der Werbung drin. Und habe gesagt, ich will jetzt hier nicht frech sein oder so, aber ich sag, die Couch haben wir uns angeguckt bei Höfner. Und ich sag, der Preis halt und dazu und so weiter. Ich sag, wir würden aber, wollten halt gerne hier auch nochmal gucken. Und wenn sie da was Vergleichbares haben oder so, kaufen wir die auch gerne hier. Hm. Ne, kann man, denke ich, einfach mal so sagen. Was? Okay. Was? Hätten vielleicht mal auf den PGA-Preis gucken sollen, ne? Hä? Nee. Wie viel haben wir da reingefüllt? Alter, der Preis liegt bei 8 und... Nee, 350. 355 beim Molker. 60. Sind wir ja besser dran, wenn wir das bei Aroma abgeben, Alter. Ja, ja. Er 360 ist trotzdem ein Top-Preis. Wenn ja, aber mal, das haut dann niemals hin, was, bei dem, was wir da haben reinlaufen lassen. Irgendwie nicht, ne? Warte mal, Einnahmen BGA. Heute 29.000. Gestern, also am Mittwoch, 18.000. Danach zählt er schon gar nicht mehr. Was, nee, hey, was ist denn das hier? Einnahmen BGA. Sonntag, wir spielen erst seit 1, 2, 3, 4 Tagen auf der Karte? Kann schon sein, ja. Ja, hä? Okay. Aber wir hatten doch schon mal hier Kohle gemacht mit BGA, oder? War das auf der anderen Karte? War das noch auf Ravenporten? War das noch auf der Ravenport? Okay. Nee, jetzt haben wir doch schon... Wir haben doch nicht erst zweimal Kohle gemacht. Wir haben doch nicht durch die BGA erst 18.000 und 29.000 hier verdient, oder? Ja, wir haben das eine Mal... Das erste Mal haben wir ja... die Sachen alle runtergeerntet, die hier auf den Feldern waren, auf den Parzellen, die wir uns gekauft hatten. Mmh. Und das zweite Mal, ja doch, hier 2 Millionen Miese, 90.000 Miese, 400 Miese. Ja, ja, und das zweite Mal haben wir ja Mais gehäckselt. Ja, ja. Ja, wollt ihr uns verarschen? Wie viel Liter haben wir da jetzt reingepumpt? Ja, wenn wir das noch mal wüsste, ne? Aber 29.000 bei 3, was ist das, bei 3,60. Warte mal, wie rechnet man das? 29.000? Ja, wenn wir 100.000 Liter reinlaufen lassen haben, hätten wir 36.000 kriegen müssen. Und die haben wir definitiv reinlaufen lassen. Wir haben, glaube ich, 200.000 Liter reinlaufen lassen. Das wären ja 20 mal 3,60 gewesen, ne? Ja, das sind 72.000. Ja, ja. Also ich glaube, wir hatten irgendwas mit 170.000, 200.000 im Silo. Also, dicke, weil überleg mal, was bei dem Häckselanhänger, der hat 60.000 Ladevolumen, wie schnell du da 150.000 reinfährst. Naja, ja, ja. Sind vier so eine Anhänger, viermal abfahren mit dem Du. Naja, ja, ja, ja. Die haben uns hier schön über Nuggel gezogen gerade. Warum? Verstehe ich jetzt aber auch nicht. Eine Scheiße, dass das 24 Uhr abgerechnet wird. Ich verstehe den Krempel sowieso nicht. Warum das? Warum die das nicht? Kannst du ja auch nicht. Oder sprichst du Russisch? Du Russisch? Ja, du verstehst den Kreml nicht. Den Krempel? Hast du. Mann. Ja, was will er jetzt mit Kreml? Hab ich mal hier meine Zuschauer, dass ihr mal kurz hier jetzt keinen Ingame-Sound habt. Wundert euch nicht. Muss man. Nein, gehen wir da drauf. Zwei Stern. Hof. Kleinsternhof? Zwei Sternhof hätte ich gern. Tja, welche Version spielen wir? Gute Frage, ne? 1-0. 1-0? Okay, es gibt 1-1. Ja, mal ein Update. Ja, es gibt eine 1-1, aber da habe ich mal geguckt, was da neu ist. Da war nicht viel. Schaff heute, das besteht safe. Nö. Wurde auf jeden Fall nichts an der BGA gemacht, das ist richtig. Ja, Bruder, danke. Dieser Helfer ist auch der letzte Rotz. Ich guck mal, ob wir Kredit nehmen können. Ja, ja. Für die. Ich wollte eigentlich die Ballenpresse kaufen. Mhm. Jetzt von dem Geld, was kommt, aber. Ja, wird ja nicht. Nö. Ja, außer. Das ist halt immer so die Sache. Wann. Zu welchem Zeitpunkt berechnet der uns das, wisst ihr? Aber ich habe halt echt nicht geguckt, ob der Preis dermaßen am Arsch war, wo wir das reingefüllt haben. Nee. Dass nur so eine Summe rauskommt, dann muss das ja unter 100 gefallen sein.
Der steht ja jetzt stabil bei 3, also gibt es ja keine Entwicklung nach oben oder nach unten. Na. Sehr, sehr eigenartig. Das ist. Bei 100.000 hätten wir 36.000 rausbekommen. Wären da mehr wie 100.000 reingekippt. Ich würde da, wenn da liefen und liefen und liefen. Ja gut, die überladen Das langsam. Einzige, was sein kann, wenn du die Zeit mal nicht mal 15 hast und der Trichter ist voll und es läuft weiter rein. Dann zählt das, glaube ich, nicht mehr mit, aber da hatten wir, glaube ich, immer. Ich kann mich da nicht dran erinnern, dass da. Komisch auf jeden Fall. Sehr, sehr komisch. Ja, das ist auf Aber jeden viel Fall zu sehr wenig schlecht. Kohle. Nee, aber Kredit können wir aufnehmen. Da haben wir, na gut, so viel haben wir nicht mehr. 340.000 haben wir aufgenommen. 500.000 gehen, glaube Ja, ich habe jetzt erstmal einen Ballenpresse-Mitwickler gekauft. Also die ich. Achso, du hast schon Rundballen. aufgenommen. Gut, Ja. dann ja. Wir haben schon so mal ins Minus gerutscht. Viel zu bad, man. Unlogisch. Komisch auf jeden Fall, ja. Zumal. Ah ne, es wird ja immer einen Punkt Mitternacht abgerechnet. Wenn man beides zusammenzählen würde, würde es sich ja wieder ausgehen, aber. 18.000? Wann haben wir die Wir haben ja aber schon mal, 18.000 wir haben ja ganz bekommen? am Anfang aber die Felder, wir haben ja schon zweimal. Nee. Haben wir schon einmal ein Silo leer gemacht oder zweimal? Sehr gute Frage, ne? Kannst du mal, wir können aber auf jeden Fall mal gucken. Das eine Silo ist fertig. Ah ja. Der Bunker ist auf jeden Fall leer, ja. Der eine Silo ist fertig, ne? Dann klappen wir den ganzen Spaß mehr auf. Also, yep. Wolltest du nicht noch ein Verbindungsstück kaufen? Brauchen wir noch eins jetzt? Ja, ne? Ja. Der Hm, bring ich. kommt sonst hier nicht dran. Bei mir ist aber auch. Eigenartig, eigenartig, eigenartig. Na gut, was willst du machen? Dreimal, dass ich abgerollt wäre von der BGA. Q-Projekt auch schon. Also. Warte mal, was kostet das Förderband? Das Verbindungsstück kostet 18.000, das geht ja. Sachte, kannst Zeit wieder runternehmen. Sind wir auf 15 laufen jetzt wegen der BGA dann. Ja. Ja, wohl wollen wir es jetzt die BGA schütten? Das wissen wir. Ach so! Naja, wir kriegen bei Akroma kriegen wir mehr. Viel mehr. Dann laden wir es auf den Anhänger. Ja, wo ist denn die Verkaufsstelle? Ah, hinterm Händler. Dann Anhänger und wegfahren, oder? Jo. Jo, 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 jo. Verbindungsstück nicht. Hast du das Verbindungsstück vergessen? Nee, jetzt hätte ich mir sparen können. Nee, 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 nee. Ja, geht so. Der Wille zählt. Der Wille zählt. Ich hatte jetzt mal, das hatte mir jetzt YouTube mal vorgeschlagen, so ein Video von irgendeinem PC. Zusammensteller-YouTuber da. Der hatte irgendwie ein Projekt am Laufen. Also das wurde gesponsert hier von Crossair und Schieß mich tot. Irgendwie so ein Ultra-Gaming-PC wert 10.000 Euro. Ja. Ja. Hat er halt so gezeigt, hat er so ein Timelapse, hatte, das ist schon älter gewesen, aber hat er halt so ein Timelapse gezeigt, ne, wie das dann alles, ach scheiße, hätte vielleicht einen Trailer mitbringen sollen. Hat er so im Timelapse halt gezeigt, wer das alles jetzt zusammengebaut hat und bla bla bla. Hat da noch die zwei, also das war zu dem Zeitpunkt noch, hat er die zweimal Titan X verbaut. In einem SLI. Ein Riesenkühler mit Wasserkühlung. Alles, also Prozessor mit Wasserkühlung, Grafikkartenklemme mit Wasserkühlung, alles halt. Das Ganze drumherum, ich glaube, wenn mir nicht alles täuscht, ein 1400 Watt Netzteil. Und alles Mögliche, so halt gebaut mit sämtlichen Bling Bling und so weiter und so fort. 10.000 Euro hat er einen Benchmarks-Test gemacht. Naja,
ist jetzt nicht so das Wahre vom Leben, muss man sagen. Ne? Hat er halt auch selber gesagt. Er hat ja selber gesagt, das Projekt ist eigentlich unnütz. Das hat er von vornherein reingesagt. Weil die Kohle, die man da ausgibt für diese ganze Power, die kann sich gar nicht so entfalten. Weil er die meisten Spiele SLI nicht unterstützen oder nicht richtig unterstützen. Ja. Und somit ist es halt rein auf Gaming bezogen für einen Arsch. Ne? So für Rendering und Grafikprozesse, weil er hatte da ein i9 7000 irgendwas X, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, 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 ja. Also 16 Kernprozessoren, alles da, whatever. Das war so die Special-Variante 8086. Den zwar gibt diese Special i7, ja. Ist glaube ich ein i7-Gedöns, ne? Da mit 8 Kernen, aber halt irgendwie so Special-Ding, keine Ahnung. Hatte der so gehabt. Und halt eine doppelte Wasserkühlung, Custom-Wasserkühlung. Ja. Und irgendwie so, also absolut krasses Teil. Hab, wie gesagt, Benchmarks gezeigt. Ja, da waren in einem Test war der weltweit Platz 30 und das andere so irgendwie weltweit Platz 100. Also da absolut, wo ich mir denke. Und dann hat er gesagt, ja, weil viele sich immer fragen, was läuft denn das so an Strom? Ja, gucken wir doch mal. So, im Leerlauf haben wir angenehme 250 Watt. Alter. Ja, ja, dann browsen wir mal ein bisschen und gucken im Video. Ah, 390 Watt. Ja, zocken wir mal. Für, ja, eine allgemeine Browser-Anwendung und bla bla bla, wisst ihr. So, ja, da zocken wir mal. Alles so auf Ultra. Ja, 500 Watt. Und jetzt rendern wir mal alles und lasten mal alles bis zum Kotzen aus. Ja. Schmale 900 Watt. Also das 1400 Watt ist halt auch ein bisschen über OP, oder? Ja, aber das war auch irgendwie. Das war ja sogar das Krasse. Das waren so doppelverbunden. Also es waren zwei Netzteile irgendwie. Frag mich nicht. Ich hoffe, ich verhaue das jetzt nicht mit einem anderen Video. Was ist das? Bin mir nicht so sicher, vielleicht war das noch ein anderes Video, weil der. Ich habe noch ein anderes Video gesehen, das war ein Ami. Der hat ein riesen Gehäuse gehabt und hat einfach mal zwei Mainboards verbaut mit zwei Prozessoren. Ne, und alles, das war auch ganz, ganz interessant. Ich hatte auf so ein. Diese Motherboards wusste ich ja, dass es die gibt. Irgendwie geht es nicht weiter. Jetzt so. Ich wusste ja, dass es solche Motherboards gibt. Also ich hatte immer gedacht, es gibt Motherboards, wo zwei CPUs draufpassen, aber nicht, dass du zwei Motherboards verbauen kannst. Aber okay. Aber, der hatte das aber auf jeden Fall so. Klar, sind ja die 1400 Watt schon übertrieben. Aber muss ich das mal vorstellen. Im Leerlauf 300 Watt? Ich weiß jetzt nicht, was das in Kilowatt. Was ist ein Watt in Kilowatt umgerechnet? Ja, 1000 Watt ist 1 kW. Ach so. Das heißt, voll. Theoretisch in der. Nee, ach, nicht mal ansatzweise. Wollte ich das nachsetzen? Warte mal. 1000 Liter drin. Ja gut, das heißt, der Verbrauch, sagen wir mal, 300 Watt in der Stunde. Das heißt, der macht in 3 Stunden und ein paar zerquetschte 1 Kilowattstunde. Ja. Und die liegt bei, sagen wir mal, rund 25 Cent. Ja. Nicht schlecht, Herr Specht. Hört sich erstmal nicht viel an, aber das läppert sich, würde ich sagen. Das läppert sich richtig. Ja, ja. Aber richtig, weißt du, was da zusammenkommt? Nicht wenig, würde ich sagen. Brutal. Und das ist im Leerlauf, ne? Wenn das Ding beim Gaming mit 600, 700 Watt auslastet, Alter. Irre. Da kannst du einen Zähler anschalten, ne? Das ist dann immer so, ne? Nach 10 Euro mal so Bing macht. Du hast dann einmal am Tag. Ja, ja. Ratsching! Alles klar. Wieder 10 Euro weniger. Okay, das ist übertrieben, ja. Gut, ich habe bei mir auch ein übertriebenes Netzteil drin, aber. Ja, gut, die andere das Seite ist saugt ja, ja auch nur das, was es braucht. Ja, genau. So, wir sind aber erstmal fertig. Oh ja. Na dann würde ich sagen, Däumchen da lassen, nicht vergessen, bei Tino vorbeischauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss. Tschüss.